Holiday. Ich habe mir den Platz eigentlich wegen dem ausgesucht, weil ich heute ein bisschen Umweltschutz, ja, keine Belehrung, aber ein bisschen näher bringen wollte. Das heißt, egal ob das jetzt im Outdoor-Sport ist oder jetzt im Jagdsport, Angeln, Fischen, ja, Klettersport, wie auch immer, wenn das irgendwo heißt, die dunkle Jahreszeit ist wieder angesagt, dann ist es ja oftmals so, dass man wirklich um ja, 15 Uhr so langsam in die Dämmerung reinkommt und. Und dann hat man halt das Problem oftmals, also bei mir war es halt jahrelang so, wo ich dann gesagt habe, hey, jetzt ist Schluss, jetzt Umweltschutz ist zurzeit sowieso sehr angesagt, aber das war bei mir schon immer mehr wie bei anderen. Ich sag mal nicht nur, weil ich jetzt als Schwabe irgendwo groß geworden bin, vor allem der Türkisch-Schwabe, ihr wisst jetzt, also das ist doppelt wie Normalschwabe, so sage ich mal, im ironischen Sinn. Vor allem kann ich über mich selber lachen, wenn es mal sein muss, und das dreimal hintereinander. Also das ist auch wichtig, sage ich mal, im Leben, nur nebenbei mal. Aber es ist halt so eine Sache, wo ich mir dann auch gesagt habe, wisst ihr was, du gehst zum Nachtangeln oder es dämmert und dann hast du nicht das richtige Equipment dabei. Und dann hat es mich immer wieder gestört, Akkus waren nicht da, dann das Zeug frisch kaufen. Und hier jetzt möchte ich euch ein paar grundlegende Dinge zeigen, wo ich dann immer dabei habe, im Sommer sowieso. Also man sollte einfach die Umwelt, also unser Onkel Sonne scheint ständig. Wir brauchen das da hinten eigentlich gar nicht, wenn wir alle ein bisschen zusammenpacken und sagen, wisst ihr was, okay, kostet jetzt mal dieses Jahr ein 20 mehr, aber dafür habe ich dieses Equipment, was ich habe, 3, 4, 5 Jahre. Und wenn wir dann Akku sparen, oder, das ist ganz wichtig, finde ich. Und das will ich euch mal heute näher bringen. Das heißt, ich habe heute ein paar Gadgets dabei, was ich immer benutze. Und das möchte ich euch mal nahe legen. Egal, was für eine Sportart, wie auch immer, ob ihr nachts unterwegs seid, ja, es ist einfach sparsam und man hat wirklich robustes Zeug dabei. Ich führe es euch mal geschwind vor. Das heißt, ich will eingehen auf die Handygeschichte und so. Man braucht immer Akkus. Also solche Packs sind auf jeden Fall zu empfehlen. In meinem Fall hat das Ding auch 2 LED-Lampen. Man kann es in der Dämmerung auch mal einsetzen. Ich mache es jetzt nicht an. Kostet Quanta vielleicht 15 Euro. Hat einen Kompass drauf. Ich glaube, ich einer mit 12.000er, also ein Handy kann man damit, ja, definitiv dreimal aufladen. Das ist so ein 8.000er, der hat jetzt auch eine kleine Taschenlampe irgendwo hier vorne, ist mit gummiert, ist ein bisschen leichter, kann man an einen Rucksack oder so hängen. Also die 2 Dinger habe ich immer dabei. Das heißt, ich habe, das lege ich mal schon weg. Und das heißt, als Jäger habe ich immer so gute Taschenlampen gebraucht. Das heißt, wenn man mal eine Zählung macht im Wald, mit dem Auto fährt und dann die Hasen durchzählt und so. Also hier, man hat halt diese LED-Lampen mit diesen kleinen Einzellern. Und das Schöne an dem Ding ist, robust. Ich sag mal, könnte mich ordentlich auch gegen eine Wildsau damit verteidigen. Man kennt das Ding an Gurt hängen, ist robustes Alu. Da kommen die gleichen Akkus rein wie in der anderen Taschenlampe. Also diese Akkus, die sind echt spottgünstig, haben mega Power. Und vor allem, was mich an den Dinger immer begeistert, sage ich mal, ich habe da so ein Akkuladegerät, ich habe glaube ich 20 von den Akkus, die habe ich seit Ewigkeiten. Die tut man rein, innerhalb, ja ich sag mal 20 Minuten sind 4 Stück voll. Also recht schnell sind die Akkus voll, ich kann fokussieren, ich kann breit, also wenn man das Ding hier vorzieht, dann fokussiert es, dann kann ich eben meine Hasen auch in der Ferne, wenn die Augen glitzern, dann sehe ich das eben. Also hier, ja gut, man sollte vielleicht nicht unbedingt die Marke wieder, aber für den Umweltschutz machen wir es einfach. So, das ist dieses hier. Und in der gleichen Marke habe ich nochmal eins, das heißt, sowas habe ich oftmals gerne im Auto. Hier vorne kann man eventuell, wenn man einen Unfall hat, hier hinten auch mal eine Glasscheibe kaputt machen. Da kommt auch das gleiche vom Akku her. Also das sind, im Fachjargon heißen die 18.650er. Kriegt man hinterhergeschmissen, so für 6 Euro, glaube ich, ja, 6 bis 10 Stück. Weiß es nicht genau. Und ja, auf jeden Fall möchte ich euch das natürlich vorführen. Das lege ich mal schön weg. Das heißt, mein Mütze lege ich da mal rein. Und ich habe da halt so eine Halterung. Und das ist halt auch geniale Sache. Das heißt wirklich, man hat mega Power. Man kann das Ding abnehmen. Und die Kopfhalterung, die kostet, glaube ich, 1,50 Euro. Ist hier gummiert. Das Ding ist fest, also wenn man doch mal eine Panne am Auto, irgendwie mal eine Zündkerze oder keine Ahnung, eine Sicherung wechseln muss in der Nacht irgendwo, dann macht sich das wirklich geschickt, wenn man da eine dabei hat. Und dann habe ich natürlich solche Plastikpackungen, wo dann immer so 4 Akkus drin sind, also Energie hat man dann auch genug. Es hat halt Strobo zum Beispiel für die Selbstverteidigung, das heißt mit der Großer funktioniert das richtig gut, da bleiben auch die Tiere echt extrem stehen, das heißt Strobo, wie ob einer eben Blitzlicht ständig auf die Augen abfeuern würde, und so funktionieren die Dinger, wenn man sich doch mal, ich sag mal als Spaziergänger oder sonstiges, eine Wildsau oder ein streunender Hund sich verteidigen müsste und man hat nicht irgendwie, Waffen darf man ja nicht haben, Pfefferspray in dem Sinne darf ja nur für Tiere eingesetzt werden, aber wenn man das nicht hat, dann ist so eine Taschenlampe, sage ich mal, man könnte sich eventuell auch mit dem Ding, wie gesagt, nicht nur eine Glasscheibe, man könnte sich auch mal verteidigen. Also das kann ich euch zu Herzen legen, kostet der Quander, glaube ich, insgesamt 3,5 Euro, Aluminium, ihr habt jahrelang Spaß, definitiv. Jetzt führe ich euch noch Platz. So, und jetzt ist es halt so, dass ich euch nochmal ja, zu der Geschichte erzählen will. Wenn man nur diese Akkupacks hat, dann kann man die auch mal in der Hutablage oder am Fenstersimsen oder irgendwo liegen lassen. Das dauert eine Woche, bis das vielleicht voll ist. Vielleicht. Also ich habe es noch nie geschafft. Und darum ist es halt auch wichtig, ja, Marke können wir jetzt verraten, das heißt Umweltschutz ist uns wichtiger, das da hinten ist nicht wichtig, das muss weg. Da gehört eigentlich auch ein riesiges Loch rein, wo eben viele Fische überleben. Also das braucht man wirklich nicht. Also das heißt, Solarzelle, wo man dann halt als Tasche überall dabei haben kann. Ich habe hier 2 Karabiner, ein Seil. Wenn ich jetzt mal hier unterwegs bin, dann kann ich das irgendwo an den Baum hängen und so mit der Sonne mitgehen. Und vor allem diese Akkupacks macht man mit hier USB-Kabel hier reingehangen. Ich glaube 21 Ampere Strom liefert das, diese 3 kleineren Platten, sage ich mal. Und hier wird es halt ordentlich gefüllt, das heißt mit diesen Platten brauche ich ungefähr 3 Tage für die 12.000er Ampere, 12.000er Paket. Das heißt, im Endeffekt kann man euch das wirklich empfehlen, kauft euch das einmal und dann habt ihr immer wenigstens für ein Handy, also wenn man das Ding beim Baden oder so nebendran hat und das Handy angesteckt hat, ich sag mal in 2 Stunden hat man ungefähr die Hälfte, Pi mal Daumen aufgefüllt, kommt drauf natürlich an, was für ein Handy, ob ihr jetzt auf das Handy ausschaltet oder ob ihr das nebenbei noch benutzt. Aber das Ding ist wirklich zu empfehlen. Kostet Quanta, ich glaube 30 Euro plus minus, ja plus eher 2 Euro oder so. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis die Tage.